willkommen bei Music Store. Wir sind bei Laser World und hier ist der Norbert, der uns seine neuesten Errungenschaften vorstellt. Ja, sozusagen neueste Errungenschaften. Wir haben einiges gemacht in den letzten Jahren, und haben einige neue Innovationen rausgebracht, die sich vor allen Dingen auf die generelle Produktserie ausgewirkt haben. Das heißt, wir haben jetzt ganz neu auf der ProLight & Sound vorgestellt die integrierte ShowNet-Karte in den Geräten. Hier haben wir jetzt gerade zwei Vertreter. Das ist die Diode-Serie. Wir haben einmal den DS1000 und den DS3000. Der DS2000 ist so ein bisschen in der Mitte, ist genauso groß. Ja. Und ab der Diode-Serie, also auch für die höheren Geräte gilt es, haben wir mittlerweile dieses ShowNet-Interface integriert. Was ist das ShowNet-Interface? Bisher gab es das Interface als externe Karte und wurde hauptsächlich dazu benutzt, um als Interface zu dienen für Software, für Lasersteuersoftware. Das heißt, dass ich hier mit dem Laser, mit der Software direkt ausgeben kann. Früher war es notwendig, eben hier extern noch einen ILDA-Kabel, diese alten Druckerkabel noch anzubringen. Ja. Das haben wir jetzt weg. Wir haben diese Mainboards in den Geräten komplett ersetzt durch diese ShowNet und ganz neue Features hinzugefügt. Beispielsweise kann man jetzt eigene Frames auf die interne SD-Karte laden. Das heißt, ich kann eigene Muster definieren und kann die dann über DMX oder auch ArtNet direkt antriggern. Boah. Wir haben auch gleichzeitig geschaut, dass wir möglichst allen Nutzergruppen gerecht werden. Weil wir haben zum einen natürlich den DJ, der klassisch ganz speziell besonders schnell arbeiten möchte, der unter Umständen auch nicht so viele DMX-Kanäle steuern möchte, sondern einfach fokussiert auf die wichtigsten Funktionen arbeitet und haben hier diesen DJ-Modus und haben gleichzeitig für die Profis, die sehr, sehr feine Justage-Möglichkeiten benötigen, einfach auch geschaut, dass wir dann Profis und so weiter. Ne? Genau, also für unterschiedlichste Varianten eben hier Möglichkeiten geschaffen, für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Und das ist das, was wir hier jetzt integriert haben. Natürlich auch ganz klassisch hier die Ansteuerbarkeit über die Software. Das heißt, wir unterstützen den Show Editor und jetzt ganz neu, was wir auf der Messe jetzt hier auch vorgestellt haben, den Show Controller. Ja. Show Controller eben als sehr, sehr leistungsfähige, leistungsstarke Software. Beides kompatibel. Eine weitere Funktion, die wir jetzt hier auch haben, das betrifft vor allen Dingen all jene, die ältere Interface haben, vielleicht andere Software nutzen, ältere Software nutzen, irgendwelche USB-Interfaces noch haben mit Lasern. Das ist jetzt ganz toll, weil man kann jetzt hier, wir haben jetzt hier eine ShowNet-Karte integriert und man könnte jetzt mit einer zweiten ShowNet-Karte extern ein sogenanntes ILDA-Streaming durchführen. Das heißt, ich kann das analoge Signal aus meinem alten Interface umwandeln in ein digitales Signal, über Netzwerk schicken, beispielsweise auch über Glasfaser, über lange, lange Strecken und kann es dann direkt hier in den Laser reingeben und kann es hier ausgeben. Das heißt, ich kann mein altes Interface weiter verwenden und trotzdem hier die Möglichkeiten der ShowNet-Karte dann entsprechend ausnutzen. Ja, sehr praktisch. Das heißt, du kannst von einem wirklich weit entfernten Punkt aus komplett deine Show fernsteuern, Lichtinstallationen machen und alles Mögliche. Wir haben bisher ja dieses älteren Standard eigentlich gehabt in der Laserbranche, dieses ILDA-Kabel, ein klassisches Druckerkabel. Man sieht es hier ganz gut. Das funktioniert immer noch natürlich, weil wir versuchen natürlich möglichst kompatibel zu sein, möglichst offen. Ja. Aber wenn man schaut, wir haben hier einfach einen Netzwerkanschluss und können da drauf gehen und sind natürlich maximal flexibel. Die ILDA-Kabel waren so ungefähr maximale Länge, ungefähr 100 Meter ungefähr und dann ist das Signal einfach zusammengebrochen. Hier mit Netzwerk können wir einfach mit Switches zwischendrin das Signal wieder aufbereiten und haben dann viel, viel größere Reichweiten oder packen noch Glasfaser dazwischen und so weiter. Also ganz, ganz viele Vorteile und ich habe das gleiche Kabel für ArtNet. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, hier über dieselbe Schnittstelle ArtNet zu bedienen, Netzwerk zu bedienen und die Funktionen in dieser ShowNet, beispielsweise das Aufspielen von ILDA-Frames, dann dadurch abzufedern. Also es ist eine ganz tolle Sache. Das heißt im Prinzip, um das nochmal als Resümee zu fassen, ihr habt ja ohnehin schon wahnsinnig starke Lasersysteme. Die habt ihr jetzt nochmal deutlich flexibler und bedienerfreundlicher gemacht, ne, dass auch wirklich jeder eigentlich mit einem einfachen oder halbwegs einfach in dem DMX-Pult schon steuern kann, was er jetzt drin haben möchte, was nicht. Genau. Und eine Herausforderung ist dabei ja immer das Thema Sicherheit. Kommt natürlich auch immer vor. Bei Laser ist immer die Frage, was passiert hier. Wir haben ganz gezielt jetzt auch darauf geachtet, dass wir auch über DMX ein Stückchen Sicherheit mit reinbringen. Mhm. Es ist jetzt möglich, über DMX und ArtNet auch sogenannte Safety-Zonen zu definieren. Das heißt, ich kann sagen, dass ich beispielsweise im unteren Bereich in der Leistung abdimmen möchte, sodass dort eben die Leistung reduziert ist. Das sind also neue Features, die auch mit dazugekommen sind und die wir jetzt auch weiterentwickeln werden. Wow.
Das ist gut, macht es um einiges vielseitiger. Ist das schon verfügbar? Das Gerät ist schon verfügbar, das heißt, wir werden jetzt die Geräte dann demnächst ausliefern in die Märkte. Ja. Music Store wird natürlich auch mit als einer der ersten hier entsprechend bestückt werden, sodass die Geräte sofort dann verfügbar sind. Ja. Und wir eben auch hier jedem das Ganze zugänglich machen, diese neuen Funktionen. Ja.